Und hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Lore-Spezial. Und in diesem Video geht es um den dritten Teil der göttlichen Komödie des italienischen Dichters Dante Alighieri. Nachdem wir uns bereits in zwei vorherigen Folgen den ersten und zweiten Teil dieses Werkes, Dantes Inferno und Dantes Purgatorio, angesehen haben und viele von euch in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie das gesamte Werk sehen wollen, geht es nun um den dritten und letzten Teil von Dantes göttlicher Komödie. Dantes Paradiso. Die Reise des Dichters durch den Himmel. Die Hintergründe zu diesem Werk und das Leben des italienischen Dichters Dante Alighieri selbst haben wir bereits im ersten Video zu Dantes Inferno erforscht, das hier für euch verlinkt ist. Dante Alighieri war ein Dichter aus Florenz und lebte von 1265 bis 1321. Er hatte ein bewegtes und politisch aktives Leben und wurde sogar aus seiner Heimatstadt verbannt und fand im Exil den Tod. Dies alles schlug sich natürlich auch in seinem Werk nieder. Und er diskutiert darin viele Themen der Politik seiner Zeit und trifft auch auf viele historische Figuren aus Italien und seiner Heimatstadt Florenz. Die göttliche Komödie ist aber nicht nur allein dadurch ein historisch wertvolles Werk. Dieses Werk war von großem Einfluss für die italienische Sprache an sich und Dante verarbeitete und diskutierte darin viele philosophische und vor allem auch theologische Themen. Die göttliche Komödie ist damit eine der größten und einflussreichsten Jenseitsvisionen der Geschichte und führt von der Hölle über das Fegefeuer bis in den Himmel. Und um diesen Teil geht es nun eben in diesem Video. Als erstes aber will ich wie immer meinen Patreons danken. Eure Unterstützung macht Videos wie dieses hier möglich und erlauben mir, Literatur und anderes Material für diesen Kanal zu finanzieren. Wer mich, meinen Kanal und Videos wie das hier direkt unterstützen will, der findet den Link zu meiner Patreon-Seite ganz oben in der Videobeschreibung. Jeder Bereich von Dantes großer Reise durch Hölle, Fegefeuer und Himmel teilt sich über 33 Gesänge auf und nimmt damit genau ein Drittel des Werkes ein. Durch die ersten beiden Teile, durch Hölle und Fegefeuer, wurde Dante von dem römischen Dichter Vergil geführt, den Dante auch persönlich sehr mochte und als sein Vorbild sah. Dieser aber ist als ein einstiger Heide eigentlich eine Seele der Hölle und konnte Dante daher nicht in den Himmel begleiten. Hier führt ihn daher stattdessen seine Geliebte Beatrice. Diese Frau kannte Dante ebenfalls zu seinen Lebzeiten und hatte sich in sie verliebt. Allerdings gab es zwischen den beiden nie eine Beziehung und Dante heiratete stattdessen eine andere Frau, mit der er auch Kinder und eine Familie hatte. Dennoch aber stellte Beatrice hier als die perfekte Frau dar und zeigt seine Liebe zu ihr und sie ist es überhaupt erst, die ihn auf diese Reise schickt. Sie und die Liebe zu ihr sollten ihn durch die Hölle und das Fegefeuer bis in den Himmel führen und auch Vergil war eigentlich von ihr beauftragt worden, Dantes Führer durch die unteren Ebenen zu sein. Am Ende des Fegefeuers kommt Beatrice aus dem Himmel zum Gipfel des Läuterungsberges herab und holt Dante dort ab und zu Beginn von Paradiso betreten sie zusammen den Himmel. Auf dieser Reise symbolisiert Beatrice zentral das Konzept der Theologie und des guten Glaubens und sie wird damit von Stufe zu Stufe, die sie durch den Himmel aufsteigen, immer schöner und strahlender. Sie betreten nun den Himmel vom Läuterungsberg aus und als erstes müssen sie dadurch durch eine Sphäre aus Feuer steigen, die die Erde und den Himmel trennen. Der Himmel ist nun ganz ähnlich zur Hölle und zum Fegefeuer aus einzelnen Ebenen oder Sphären aufgebaut. So gibt es im Himmel 9 große Sphären und dazu noch den Sitz von Gott ganz oben und damit besteht der Himmel aus 10 Bereichen. Diese liegen in Kreisen um die Welt herum und jede Sphäre wird von einem Himmelskörper dominiert. Zudem sind sie nicht nach einer Sünde gestaltet, sondern nach einer Tugend und symbolisieren etwas Gutes. Bei ihrem Aufstieg durch diese Ebenen sind nun Beatrice und Dante wie schwerelos und trotz seines irdischen Körpers kann sich der Dichter mit völliger Leichtigkeit bewegen. Die erste Sphäre, die sie nun nach dem Läuterungsberg betreten, ist die des Mondes und hier geht es um die Willenskraft der Seele. Als sie den Mond erreichen, erklärt Beatrice zudem auch, warum der Mond Flecken hatte und gezeichnet war. Diese hellen und dunklen Stellen des Mondes, die man auch von der Erde aus sehen kann, gibt es nun laut Dante wegen den Kräften des Himmels. Diese großen Kräfte, die von Gottes Sitz kommen, werden von Sphäre zu Sphäre nach unten weitergegeben. Dieses Weitergeben von Gottes Licht und Kraft ist aber nicht an jeder Stelle gleich und dadurch an manchen stärker und an manchen schwächer. Und Beatrice erklärt so, dass die hellen Stellen des Mondes jene Orte sind, an denen Gottes Macht eben stärker weitergegeben wurde. Dazu diskutieren die beiden aber auch gängige Theorien, die es zu Dantes Zeit über die hellen und dunklen Stellen des Mondes gab, wobei Beatrice ein optisches Experiment vorschlägt, mit dem man diese Erklärungen ganz einfach widerlegen kann. Auch allgemein preist Beatrice die Methodik der experimentellen Forschung.
Der Mond steht aber zugleich auch mit seinem Abnehmen und Zunehmen für die schwankende und inkonsistente Natur der Menschen und repräsentiert jene Seelen, die zwar gut waren und für den Himmel würdig, deren Willenskraft aber dennoch schwankte und nicht konstant war. Wie stets stellt Dante das Thema, das er in dieser Sphäre diskutiert, durch Begegnungen und Gespräche mit Seelen der Toten dar, auf die er hier trifft. Die Toten auf dieser Ebene erscheinen wie Gesichter, die im Wasser gespiegelt werden, und sie sind in diesen untersten Teil des Himmels versetzt, weil ihre Willenskraft im Leben geschwankt hatte und sie ihre eigenen Versprechen und Gelübde nicht erfüllt hatten. Meistens aber nicht durch eigene Schuld, weshalb sie im Himmel sein dürfen. Und schließlich ertönt in dieser Ebene himmlischer Gesang und Preislieder und schöne Musik, die auch in allen anderen Teilen des Himmels zu hören ist. Dante wundert sich nun zunächst darüber, dass die Seelen hier glücklich sind, obwohl sie ja im niedrigsten Teil des Himmels sind und so weit weg von Gott. Aber die Seelen werden auch hier vom Licht Gottes erfüllt und sind damit an ihrem zugedachten Ort und sind damit für immer glücklich. Jeder Teil des Himmels, so erklären die Toten ihm hier, ist für jene, die dorthin gehören, ein perfektes Paradies und für immer schön. Unter anderem trifft Dante hier auf Picarda, die Schwester eines Freundes von Dante, die im Leben eine Nonne gewesen war, aber von anderen aus ihrem Orden gezwungen wurde. Und Konstanze von Sizilien berichtet davon, dass sie eigentlich Heinrich VI. Versprochen gewesen war, aber sie durch Gewalt dazu gezwungen wurde, ihren Schwur zu brechen. Beatrice und Dante sprechen dann darüber, dass jeder Schwur heilig ist und man trotz des freien Willens der Menschen an einen Schwur gebunden ist, wenn man ihn leistet. Selbst wenn andere mit Gewalt versuchen, einen dazu zu zwingen, einen Schwur zu brechen, muss man alles daran setzen, diesen zu halten. So sollte jedes Gelübde ein Pakt zwischen einem Menschen und Gott sein und sollte damit nur geleistet werden, wenn man auch bereit ist, alles zu geben, um dieses Versprechen auch zu halten. Daher müssen jene, die durch die Gewalt anderer dazu gezwungen wurden, ihre Schwüre und Gelübde zu brechen, hier im untersten Teil des Himmels erscheinen. Aber da sie selbst frei von Sünden sind, konnten sie dennoch im Himmel und im Licht von Gott sein. Die zweite Sphäre des Himmels, zu der Dante und Beatrice dann aufsteigen, ist der Planet Merkur, und dieser ist für die ehrgeizigen Menschen gedacht. Diese waren im Leben gut und vollbrachten nur gute Dinge und waren nicht sündig, aber sie wurden dazu nicht durch das Gute an sich motiviert, sondern durch den Ruhm, den sie für ihre guten Taten erhielten. Der Merkur ist dafür ein Sinnbild, denn dieser Planet ist so nahe an der Sonne, dass er schwer zu erkennen wird. Er scheint im Licht der Sonne unterzugehen, so wie auch der Ruhm der Menschen vor dem Ruhm von Gott verblasst. Die Seelen dort sind glänzende Gestalten, und hier trifft Dante unter anderem auf Kaiser Justinian aus dem Oströmischen Reich, der versucht hatte, das Römische Reich wiederherzustellen und unter anderem Bauwerke wie die berühmte Hagia Sophia erbauen ließ. Er erzählt Dante von der Geschichte des Römischen Reiches und dann sprechen die beiden über die aktuelle Politik von Italien und Kaiser Justinian beklagt den Zustand des Landes. Wie so oft in seinem Werk nutzt Dante hier also eine historische Figur als ein Sprachrohr, um auch die Politik seiner Zeit zu kommentieren. Zugleich aber dient die Geschichte von Justinian auch dazu zu erklären, dass man sich vom eigenen Ehrgeiz nicht vom rechten Pfad ablenken lassen darf und nicht zu ehrgeizig sein muss und eigentlich durch das Gute an sich und nicht durch Ruhm zu guten Taten motiviert werden sollte. Auf dem Weg in die dritte Sphäre erzählt Beatrice dann davon, wie Gottes Schöpfung erst gänzlich gut und frei von jeglichem Bösen war, aber es dann zum Sündenfall kam. Und dann davon, wie Jesus diese Schuld der Menschheit auf sich nahm und was seine Kreuzigung und seine Wiederauferstehung für die Menschen und ihre Seelen bedeuteten. Hier fragt sich Dante, warum Gott eben auf diese Weise und durch das Leid von Jesus die Sünde des Paradies wieder gut machen wollte. Warum musste Jesus leiden und gekreuzigt werden, um die Schuld der Menschen wieder gut zu machen? Beatrice meint dazu, dass die Menschen allein einfach nicht dazu in der Lage gewesen wären, die große Erbsünde zu tilgen. Und so musste Jesus als Gottes Sohn sich dafür opfern, um diese Schuld zu begleichen. Als nächstes kommen Dante und sein Geliebte dann in der dritten Sphäre des Himmels, der Sphäre der Venus, an. Wie in der Literatur üblich wird auch von Dante die Venus nun mit der Liebe assoziiert und diese Ebene des Himmels hat das Thema der Liebe und der Zurückhaltung. Die Seelen hier waren von der Liebe zum Guten geleitet worden, doch hatten etwas zu wenig Zurückhaltung in ihrer großen Liebe gezeigt. Die Seelen hier waren von der Liebe zum Guten bewegt worden, aber sie hatten im Leben doch etwas zu wenig Zurückhaltung bei ihrer Liebe gezeigt. Beatrice, die Dante ja liebt, erscheint hier in dieser Ebene noch schöner zu werden, und die Seelen hier erscheinen als Lichter. Sie tanzen dort mit einigen Engeln und schließlich kommen sie dann zu Dante herab.
Sie lieben ihren Tanz über alles, doch für den Besucher machen sie ebenso gerne eine Pause, um mit ihm zu sprechen. Hier erklärt ihm zum einen Karl Martell, der Sohn des Königs von Neapel, dass jedes Land der Welt verschiedene Menschen braucht. Die Gesellschaft ist nur dann gut und funktioniert, wenn sie aus verschiedenen Menschen besteht, die Verschiedenes können und von verschiedenen Orten kommen. Denn jedem Einzelnen davon wohnt die Natur Gottes und dessen Wille inne. Als Nächstes sprach Dante dann mit dem Troubadour Folquet de Marsea. Und auch hier geht es um die Kritik an der Politik und der Situation in Italien und Florenz. Aber auch um Verfall und die Korruption der Kirche, was ebenfalls zu Dantes üblicher Kritik passt, da die Kirche ja stark in den Konflikt in Italien zu seiner Zeit eingebunden war und Dante selbst ja vom Papst verbannt worden war. Nach der Sphäre der Venus und den eher politischen Gesprächen dort steigen Dante und Beatrice dann auf und erreichen die Sphäre der Sonne, die ganz von Licht erfüllt ist und der Weisheit gewidmet ist. Ab hier ist der Himmel dann auch gänzlich über jeden Schatten der Erde erhaben und alle folgenden Beispiele haben nichts Negatives mehr an sich. Von dieser Ebene kommt auch alles natürliche Licht der Welt, in das Dante hier nun eintaucht und die Seelen dort waren wie strahlende Lichter. Das Licht der Sonne steht hier sinnbildlich für das große Licht der Weisheit, das ebenso die Welt erhellt. Damit trifft Dante hier auch zentral auf Figuren, die mit Weisheit verbunden sind, wie zum Beispiel König Salomon und verschiedene Philosophen und Theologen. Diese erzählen ihm vom Leben verschiedener Heiliger, wie etwa von Franz von Assisi oder auch vom heiligen Dominikus, und was man von diesen lernen kann. Von König Salomon wird dann noch berichtet, wie er das Sinnbild eines weisen Königs ist und daher für seine königliche Weisheit in diese Sphäre der Sonne erhoben wurde. Wie auch er sollten alle Könige und Herrscher der Welt nach Weisheit streben, um gute Anführer zu sein. Von hier geht es dann in die fünfte Sphäre des Himmels hinauf, die die Ebene des Mars ist und wo die Krieger des Guten und des Glaubens ihren Platz haben. All jene, die für Gott und das Gute gekämpft hatten und ihr Leben dafür gegeben hatten, haben beim Mars ihren Platz im Himmel. Ihre Seelen erscheinen wie zahllose Sterne, die ein großes leuchtendes Kreuz am Himmel bilden, das Dante mit der Milchstraße vergleicht. In dieser Ebene und auf dem Planeten Mars trifft Dante auf verschiedene Kreuzritter und große Helden, wie zum Beispiel Karl den Großen oder auch auf einen seiner eigenen Vorfahren, der im zweiten Kreuzzug gekämpft hatte. Auch im Gespräch mit diesem geht es vor allem um Florenz und die Situation der Stadt. Der alte Kreuzritter beklagt, dass es mit seiner Heimatstadt zu Dantes Zeit stark bergab gegangen war und es schlecht um Florenz stand. Auch Dantes Exil kommt hier zur Sprache und der Kreuzritter beauftragt ihn schließlich noch, alles, was er auf seiner großen Reise durch das Jenseits gesehen hatte, unbedingt niederzuschreiben und für die Nachwelt festzuhalten. Von hier ging es dann weiter zur nächsten sechsten Sphäre des Himmels, dem Planeten Jupiter. Dort haben die gerechten Herrscher und guten Könige der Welt ihren Sitz. Hier sieht Dante, wie die Seelen aus ihrem Licht Buchstaben formen und auf Lateinisch schreiben: Diligite justitiam, qui judicatis terram, was so viel bedeutet wie Liebe die Gerechtigkeit, der du die Erde urteilst. Das letzte M wurde dann zu einem Reichsadler und diese Worte zeichnen einen guten Herrscher aus, denn ein solcher sollte stets gut und gerecht sein und die Gerechtigkeit über alles lieben. Die strahlenden Seelen formten hier gemeinsam diesen großen Adler und sie sprachen alle zusammen in einer mächtigen Stimme. Sie erzählen Dante von göttlicher Gerechtigkeit, aber auch von Gnade. Nach dieser Nachricht der Herrscher steigen Dante und seine Führerin dann weiter und weiter auf und erreichen schließlich die siebte Sphäre des Saturn. Dieser Teil des Himmels ist für jene mit höchstem Willen und Zurückhaltung bestimmt und für die Besonnenen. Anders als im restlichen Himmel, wo Loblieder und himmlische Musik ertönen, war es hier still und ruhig und auch Beatrice lächelte nicht mehr, um ihre Schönheit zurückzuhalten. Sie wird ja von Sphäre zu Sphäre immer schöner, denn sie symbolisiert die Theologie und den Glauben, der immer stärker und schöner wird, je näher man Gott kommt. Unter den goldenen Seelen des Saturn trifft Dante unter anderem auf Petrus Damiani, einen Benediktinermönch, Bischof und Kardinal aus dem 11. Jahrhundert, der heilig gesprochen wurde. Auch mit ihm diskutiert Dante vor allem den Zustand und den Verfall der Kirche zu seiner Zeit, aber der Benediktiner spricht auch über das Leben im Kloster und das Dasein der Mönche in Einfachheit und Zurückhaltung. Beim Aufstieg in die nächste Sphäre blicken Dante und Beatrice dann zurück hinab durch die Ebenen des Himmels bis zur Erde. Die Erdkugel erscheint Dante von weit oben im Himmel als winzig und klein und darüber musste er sogar lachen.
Aus dieser fernen Sicht im Himmel erschien die Welt und das Treiben und vor allem das Streiten der Menschen dort unten als klein und unbedeutend. Die nächste Ebene des Himmels führten Dante und Beatrice dann zu den Sternbildern hinauf und sie wird die Sphäre der festen Sterne genannt. Der Weg dorthin ist eine himmlische Leiter oder auch Treppe und sie erreichen diese Ebene im Sternzeichen der Zwillinge. Dante bewundert hier die große Schönheit der strahlenden Sterne und diese Ebene ist den triumphierenden Gläubigen gewidmet. Jene Seelen sind hier, die am nächsten an Gott sind und hier finden sich vor allem Heilige. Über den Sternen der Heiligen sah Dante aber auch schon ein zweites, reines und gewaltiges Licht über sich wie eine zweite Sonne, aber noch heller und strahlender. Dort, so erklärt Beatrice, ist der Sitz von Jesus und dem Heiligen Geist und von Gott, deren Kraft und Weisheit alles erleuchten. Damit kann man von hier den höchsten Teil des Himmels, den Sitz von Gott, bereits sehen. Die Seelen der Heiligen zeigen sich auch hier als goldene Lichter und aus dem Inneren des Himmels über Dante kommt ein weiteres Licht herab, das wie eine Krone geformt ist und über den Heiligen schwebt. Als Beatrice Dante dann durch die Sternbilder führt, treffen sie unter anderem auf Maria oder auch den heiligen Petrus, der unter allen strahlenden Seelen der hellste und schönste ist. So will er vom Dichter wissen, was Glaube überhaupt bedeutet, und Dante meint dazu, dass der Glaube die Substanz und das Argument erhoffter und ungesehener Dinge ist. Als nächstes fragt Petrus dann, woher Dante sein Wissen über den Glauben hätte, und als der Dichter darauf mit dem Alten und Neuen Testament der Bibel antwortet, will der Heilige als nächstes wissen, wie Dante denn sicher sein könnte, dass die Bibel überhaupt wahr ist und irgendetwas darin stimmt. Wie kann er wissen, dass die Wunder und die Geschichten der Bibel der Wahrheit entsprechen? Diese Frage beantwortet Dante damit, dass das Christentum ja nicht ohne die Wahrheit der Bibel entstanden wäre. So war das Christentum ursprünglich eine kleine Religion, die schwach war und sich sogar vor Verfolgung verstecken musste. Und doch bekehrten sich so viele Leute zum Christentum und ohne dass etwas Wahres an der Bibel wäre, wäre das nicht geschehen und wäre dann an sich wohl das größte Wunder von allen. Mit dieser Antwort ist Petrus zufrieden und lässt Dante den genauen Inhalt seines Glaubens erklären und Petrus segnet ihn. Als nächstes tritt dann der heilige Jakobus hervor und stellt Dantes Hoffnung in Frage und was diese überhaupt ist. Auf diese Frage beantwortet Beatrice und versichert ihm, dass Dante unter allen Gläubigen so viel Hoffnung hatte wie kein anderer der kämpfenden Kirche. Der Begriff der kämpfenden oder streitenden Kirche bezieht sich dabei auf das Konzept der drei Teile der Kirchengemeinschaft nach traditioneller und mittelalterlicher Auffassung. So ist die streitende Kirche die Gemeinschaft der lebenden Christen der Gegenwart, die in der Welt bestehen müssen. Dazu kommt noch die leidende oder auch büßende Kirche, die aus jenen besteht, die im Fegefeuer sind und für ihre Sünden büßen müssen, bevor sie in den Himmel können. Und schließlich ist dann noch die triumphierende Kirche, eben jene Glaubensgemeinschaft der Christen, die im Himmel sind und sich hier vor allem in der achten Sphäre des Himmels finden. Nachdem auch Jakobus mit Dantes und Beatrice Antworten zufrieden ist, kommt schließlich noch der heilige Johannes. Dieser Apostel stellt Dante Fragen über die Liebe, die er in seinem gesamten Werk ein zentrales Thema darstellt. Auf diese Fragen entspricht Dante über die Liebe und wie sie durch Sünde verdreht und korrumpiert werden kann, aber wie Liebe eigentlich rein und gut ist und aus dem Guten erwächst. Zugleich muss man das Gute aber lieben und Gott als Ursprung des Guten über alles. So erklärt Dante auch seine Liebe zum Guten und zu Gott und dass diese Liebe es ist, die ihn führt. Als nächstes trifft Dante dann auf Adam und von ihm hört er die Geschichte des Paradies und der ersten Sünde. Er erklärt ihm auch, dass es nicht die Frucht des Baumes war, sondern das Übertreten der einen Regel, die Gott den Menschen gesetzt hatte, weshalb er und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Als Dante wissen will, wann sich das Ganze zugetragen hatte, meint Adam, dass er für 4302 Jahre im ersten Kreis der Hölle gefangen war, bis man ihn in den Himmel holte und er selbst für 930 Jahre auf der Erde lebte. Nach einer langen Zeit in der Hölle war Adam also von Gott in den Himmel geholt worden. Als letztes in dieser Sphäre des Himmels meldet sich dann noch einmal Petrus zu Wort. Und wie so oft nutzt auch Dante hier die große Figur von Petrus für seinen Kommentar und Petrus beschuldigt hier Papst Bonifatius den VIII. Eben dieser war es ja gewesen, der Dante ins Exil gezwungen hatte und ein zentraler Teil des Konflikts zu Dantes Zeit war. Und Petrus meint so hier, dass dieser ja den Titel als Papst, den er als erster getragen hatte, überhaupt nicht verdient hätte und die Kirche zugrunde richtet. Dass er korrupt und unwürdig sei und ein Wucherer, der seine Macht nur missbrauchte.
Und dann, nach diesem letzten harschen Kommentar über den Papst, steigen Dante und Beatrice in die letzte Sphäre des Himmels auf. Beatrice erklärt hier, dass Gott im Zentrum des Himmels in der obersten zehnten Sphäre verweilt und diese in völliger Ruhe ist, während durch seine Kraft alles andere im Himmel bewegt wird. Sie erklärt auch, wie Himmel und Erde und die physische Welt und dieses ätherische Seelenreich zusammenhängen und alles von Gottes Macht und Liebe angetrieben wird. Von eben jenem einen obersten Punkt des Himmels, der in Ruhe ist, hängt so bei Dante die gesamte Schöpfung und die gesamte Natur der Welt ab. Dante bezeichnet hier die neunte Sphäre, in die sie nun kommen, als das Primum Mobile, das erste Bewegte, da diese Sphäre von Gottes Licht und Liebe als erstes in Bewegung gesetzt wird und über diese Sphäre alles andere in der Schöpfung. Die neunte Sphäre des Himmels ist das Reich der Engel, aber auch diese Sphäre ist noch einmal in neun Bereiche aufgeteilt, einer für jede Art von Engel. Dante folgt damit hier der Hierarchie der Engel und jeder Bereich ist einer Hierarchieebene zugeordnet. Diese Hierarchien der Engel sind eine mittelalterübliche Einteilung der Engel der christlichen Mythologie in neun Ordnungen, die oft auch als die neun Chöre der Engel bezeichnet werden. Hier werden die Engel also von der untersten zur obersten Ordnung gegliedert und je nach ihrem Rang bilden die Engel bei Dante große Ringe, die um das Licht Gottes und um die zehnte Sphäre des Himmels kreisen. Je weiter die Kreise von Gott entfernt waren, umso langsamer werden sie und umso weniger stark leuchten sie. Darüber hinaus werden die neun Kreise, ebenfalls der mittelalterlichen Engelshierarchie entsprechend, noch in drei Untergruppen zusammengefasst, die als erste, zweite und dritte Hierarchie bezeichnet werden. Den untersten Ring, der am weitesten von Gott entfernt ist, bilden so die gewöhnlichen Engel, deren Ring von Jubel für Gott erfüllt ist. Dann folgen die Erzengel als eine höhere Form der gewöhnlichen Engel und auf diese folgen dann jene Engel, die als Fürsten bezeichnet werden. Diese drei Arten, die Engel, Erzengel und Fürsten, bilden so die unterste und dritte Hierarchie und die untersten drei Ringe. Die zweite Hierarchie und die nächsten drei Kreise beginnen dann mit den Mächten, gefolgt von den Kräften und schließlich noch den Engeln, die als Herrschaften bezeichnet werden. Diese drei Ringe singen unentwegt ein Loblied für Gott. Die erste und damit höchste Hierarchie der Engel beginnt dann mit den Thronen oder auch Ophanien genannt. Sie werden auch in anderen, deutlich älteren Quellen schon erwähnt und werden als die tatsächlichen Throne Gottes oder auch als dessen Streitwägen erwähnt und als feurige Räder mit vielen Augen beschrieben. Bei Dante aber erhalten sie diese ungewöhnliche und eindrucksvolle Beschreibung älterer Quellen nicht. Der zweite Ring und der zweithöchste Rang der Engel von Dante sind dann die Cherubim, die ebenfalls schon früh in christlichen und hebräischen Quellen erscheinen. Sie werden in jenen Quellen oft als Wesen mit vier Flügeln und vier Gesichtern beschrieben. Eines wie ein Mensch, eines wie ein Löwe, eines wie ein Ochse und eines wie ein Adler. Und schließlich folgen noch die Seraphim, die den höchsten Rang der Engel bei Dante haben. Sie bilden den höchsten und innersten Ring und auch sie werden schon früh in christlichen und hebräischen mythologischen Quellen erwähnt und haben auch in diesen Quellen eine erstaunliche Erscheinung. Sie werden meistens als Engel mit sechs Flügeln beschrieben und sollen den Thron von Gott direkt umkreisen. Und auch bei Dante bilden sie ja den engsten Kreis, der sich auch am schnellsten bewegt und wie ein Ring aus Feuer erscheint. Beatrice erklärt hier, dass jede Ebene der Engel die höheren Ebenen preist und alle zusammen Gott preisen. Anzumerken ist hier aber, dass die Hierarchie der Engel nicht bei jedem Autor die gleiche ist und im Mittelalter viele verschiedene Sortierungen der Engel vorgeschlagen und diskutiert wurden. In manchen sind so zum Beispiel die Seraphim die niedrigsten Engel, die hier bei Dante ja die höchsten sind. Und auch die Beschreibungen und Vorstellungen zu diesen Engeln reichen zum Teil viel weiter und auf andere Quellen zurück. Und hier bei Dante haben die verschiedenen Arten der Engel keine tiefergehende und keine besonders bedeutende Rolle. Und während nun Beatrice und Dante durch diese Ringe der Engel hin zum Licht Gottes aufsteigen, erklärt Beatrice noch die Schöpfung von Gott und wie alles gemacht wurde. Wie Gott die Engel erschuf, das Licht und die Materie und die Ordnung aller Dinge in der Welt. Dann geht Beatrice aber noch einmal auf die Kirche und die Prediger zu Dantes Zeit ein und kritisiert diese stark, bevor sie das Licht von Gott erreichen. Den letzten und zehnten Kreis des Himmels und die höchste Sphäre, die als Empyrean bezeichnet wird, was so viel wie das im Feuer Befindliche bedeutet. Hier erreicht Dante nun endlich das Ende seiner Reise und den Sitz von Gott persönlich. Dante tritt hier in einen Ort völlig jenseits des physischen Seins ein, und um den Lichthimmel betreten zu können, wird er selbst von Licht umhüllt.
Beatrice ist nun noch einmal schöner als jemals zuvor und Dante berichtet, dass er sie vom ersten Tag an, an dem er sie gesehen hatte, geliebt hatte. Und in der obersten Sphäre des Himmels, dem Sitz von Gott, sieht Dante dann eine goldene Rose, die für die göttliche Liebe steht. Darin haben Beatrice, aber auch alle anderen Seelen des Himmels ihren Platz. Wie sich nun zeigt, hatte Dante in allen Bereichen des Himmels bisher nur Abbilder und Spiegelungen der Seelen gesehen, die aber alle eigentlich allesamt bei Gott in der höchsten Sphäre des Himmels sind. Somit ist es eigentlich jedem, der in den Himmel darf, erlaubt, direkt bei Gott zu sein und auf den Blüten der goldenen göttlichen Rose zu sitzen. Hier in dieser letzten Sphäre gibt es auch kein Konzept mehr von weiter weg oder näher, da solche Dinge wie Distanz hier keine Rolle mehr spielen und nicht mehr existieren, und alle Seelen sind gleich nahe bei Gott. Beatrice kehrt nun auch auf ihren Platz in der Rose zurück, und in diesem finalen Teil der Reise wird Dante vom heiligen Bernhard geführt. Engel fliegen hier wie Bienen umher und hatten goldene Flügel und flammendrote Gesichter. Er sieht hier Seelen aus der gesamten Zeit, des Alten und Neuen Testaments und viele Figuren der Geschichte und der Mythologie, und schließlich kommt Dante dann vor Gott persönlich. Dieser wird als die Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist als drei Ringe aus reinem Licht dargestellt. Jeder davon aber von einer anderen Farbe und alle drei von gleicher Größe. Zwei davon schienen ihr Licht und ihre Farbe untereinander zu tauschen, während der dritte wie ein mächtiges Feuer war. Als Dante so in das Licht von Gott als Herz und Zentrum des Himmels schaute, wurde sein Blick stärker und schärfer und dazu in der Lage, das Licht von Gott zu ertragen. So erblickte der Dichter die menschliche Form von Jesus in den drei Kreisen und damit eine Form im Ebenbild des Menschen, und er sah die Form von Gott als Mensch. Bei diesem Anblick kommen Dante neue Fragen in den Sinn. Wie etwa wie die drei Ringe zusammenpassten und was die wahre Natur der Dreifaltigkeit war. Wie die menschliche und göttliche Natur von Jesus zusammenpasste und mehr. All diese Fragen, aber scheinbar auch Antworten darauf, kommen ihm nun in den Sinn, doch hier meint der Dichter, dass diese Fragen tatsächlich zu beantworten und die Antworten darauf zu Papier zu bringen, seine Fähigkeiten übersteigen und seine Flügel dazu nicht mehr reichten. Und damit, mit diesem Anblick von Gott persönlich, findet die göttliche Komödie ihr Ende. Dieses Werk ist damit wahrlich eines der größten und erstaunlichsten der Jenseitsvisionen des Mittelalters. Tatsächlich finden sich noch einige weitere solche Texte der Visionsliteratur, doch eine Darstellung des Himmels ist selten. Es zu wagen, Gott persönlich darzustellen und zu beschreiben, wenn auch nur mit vagen Worten, war ein gewagter Schritt für Dante. Er stellte damit den Aufstieg einer Seele bis hin zu Gott dar und zeigte nicht nur die dunklen und schlimmen Orte des Jenseits, sondern auch den Himmel, was für seine Zeit eine seltene Beschreibung ist. In seiner Reise durch den Himmel werden theologische Themen von Dante noch mehr aufgegriffen als in den vorherigen Teilen. Während der Dichter in der Hölle und im Fegefeuer auch schon viele religiöse Dinge ansprach, ging es dort in seinen Gesprächen doch deutlich mehr noch um Geschichte und Politik der Welt und vor allem um Italien. Doch im Himmel werden nun mehr und mehr Konzepte der Kirche und der Theologie angesprochen. Dies erlaubt ganz besonders uns auch einen interessanten Einblick in Dantes eigene Vorstellungs- und Glaubenswelt. Wir bekommen hier von ihm beschrieben, dass er sich auch durchaus Fragen zu seinem Glauben stellte, wie zum Beispiel, ob die Bibel wirklich wahr sein konnte und wie er sich diese selbst beantwortet. Zugleich aber zeigt sich, dass es auch Fragen gibt, die Dante nicht beantworten konnte oder wollte, wie zum Beispiel die wahre Natur der Dreifaltigkeit und von Gott. Somit ist die göttliche Komödie nicht nur ein großes literarisches Werk und eines von größter Bedeutung für die Sprache und Literatur von Italien, sondern auch ein großartiger Einblick in die Glaubenswelt eines mittelalterlichen Dichters. Und ganz egal, ob man nun selbst persönlich an Himmel und Hölle oder den christlichen Gott glaubt, so hatte doch die göttliche Komödie einen gewaltigen Einfluss darauf, wie die Hölle, das Fegefeuer und der Himmel heute wahrgenommen werden und in Medien und unserer eigenen Vorstellungswelt erscheint. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Lore-Spezial und dem dritten Video zu Dantes göttlicher Komödie. Wie immer gilt mein besonderer Dank meinen Patreons, die diese Videos ermöglichen und mich unterstützen. Und ebenfalls wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube bis nächstes Mal bei einem weiteren Lore-Spezial.